Und damit herzlich willkommen zum nächsten Top 11 Video. Und bevor gleich das nächste Ligaspiel startet, bin ich euch noch ein Ergebnis schuldig, nämlich aus der Superliga von gestern noch. Also, das ist fast schon überfällig. Und da stand ja der fünfte Spieltag an gegen Menele. Und es ist wieder mal standesgemäß ein 8 zu 0 rausgesprungen und haben uns da quasi unsere Pflicht schon erfüllt und haben jetzt auch rechnerisch quasi auch den Gruppensieg. Ja, untermauert und stehen jetzt mit 15 Punkten, 5 Siegen aus 5 Spielen mit 28 zu 1 Toren ganz klar an der Spitze und stehen damit ganz souverän in der K.O.-Phase. Und ich hoffe mal da, dass wir dann ab der K.O.-Phase ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen, weil es ist der erwartete Spaziergang gewesen in dieser leichten Gruppe in der Superliga geworden. Ich hoffe, dass sich das in der K.O.-Phase ändert und dass wir da mal ein bisschen was Stärkeres bekommen. Gut, das mal als kurzes Update und jetzt gleich das Ligaspiel. Bis gleich. Und auch wie geht's in das Ligaspiel? Team Fribourg ist heute der Gegner, ist ein Schweizer und ein richtig ziemlich starker Gegner bei der Aufstellung, die er hat. Auf jeden Fall fast schon auf Augenhöhe, was mit dem wir uns hier bewegen. Den hatte ich noch gar nicht so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Ist momentan nur ein Siebter oder Achter in der Liga. Also hängt da so ein bisschen hinterher noch. Und mal schauen, was es jetzt für ein Spiel hier wird. Wir gehen jedenfalls als Tabellenführer ins Spiel, denn gestern die Ergebnisse sind alle für uns gelaufen. Das hat mich doch sehr überrascht. Und dann unter anderem hat Sanyos verloren. Und es ergibt jetzt eine interessante Konstellation in der Spitzengruppe. Also das hängt alles wirklich dicht beieinander. Ich bin Erster mit 12 Punkten auf dem zweiten Platz, ist nur einer mit 12 Punkten. Und dahinter kommen, glaube ich, 4 oder 5 Teams, die 10 Punkte haben. Und dann kommt, glaube ich, erst dieser Team Fribourg, der 9 Punkte hat. Also es ist alles dicht beieinander da oben. Und das kann auf jeden Fall eine spannende Saison werden, wenn das so beibehalten wird. Und das ist doch auch mal interessant, so als Zuschauer so zu sehen, wenn das sich wirklich auf Augenhöhe da alles bewirkt und vielleicht auch noch bis zum letzten Spieltag Spannung verspricht. Ich kann das ja mal sagen, in der letzten Saison, also nicht in der Saison, die ich euch gezeigt habe, sondern in der Saison, die jetzt vor dieser Saison gefunden hat. Da war bis zum letzten Spieltag hatten vier Teams noch die Chance auf die Meisterschaft. Also da hat sich wirklich erst am letzten Spieltag zwischen vier Teams entschieden. Und vielleicht gibt es ja hier einen ähnlichen Ausgang. Und vielleicht stehe ich am Ende dann sogar doch noch oben. Wer weiß. Jedenfalls haben wir ja gestern mit einem 5 zu 1 gegen Nelles FC, auch ein eher gutes Team in der Liga, auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber jetzt hier wartet auch jedenfalls ein ganz großes Kaliber auf uns und mal schauen, wie wir uns da schlagen. Jedenfalls geht der erstmal in Führung jetzt durch Moreno. 0 zu 1. Aber. Rückstände haben uns bisher immer gut getan, als dass sie uns schlecht getan haben. Von daher bin ich da jetzt noch relativ tiefenentspannt, was das angeht. Mobotki bleibt in der Abwehr zunächst hängen. Wir sind zu brav, natürlich. Der Co-Trainer weiß natürlich wieder alles besser. So wie immer. So, Mobutki bringt die Flanke rein, aber findet keinen Abnehmer. Schade. Und dann können wir mal hier wieder einen Angriffsbonus, denke ich mal, aktivieren. Das ist, denke ich mal, nötig. Dafür haben wir ihn doch. Und dafür trainiere ich ja auch jeden Tag so hart. Das zeige ich euch ja gar nicht, diese Trainingseinheiten. Also ich versuche immer mindestens vor jedem Spiel auch diese Mindestanzahl an Trainingseinheiten durchzuhauen, damit man auch wirklich optimal vorbereitet in jedes Spiel geht. Egal, was für ein Gegner kommt. Auch wenn jetzt ein total schwacher Gegner kommt. Ich gehe immer top vorbereitet in die Partien rein und versuche auch immer Kondition und Moral auf einem hohen Level zu halten. Das ist wichtig für mich. Mobotki, ja, schlänzt übers Tor. Schade.
Es wird wahrscheinlich erstmal mit dem Rückstand in die Pause hier gehen. Gestern haben wir es ja noch vor der Halbzeit gedreht, das Spiel. Jetzt müssen wir hier in der Halbzeit wieder alles umwerfen. Aber wie gesagt, viel erwarte ich aber auch nicht jetzt. Gegen so einen Gegner Rückstand zu haben in der Pause ist nicht gerade günstig. Ich sag mal so, die letzten Gegner waren dann doch einfacher gewesen, um noch einen Rückstand zu drehen. Hier müssen wir jetzt definitiv mehr machen. Das steht fest. Höchstens vielleicht erstmal ein Ziel in Unentschieden hier mitzunehmen, um Punkt einfach den dann zu holen. Und die Tabellenführung sind wir dann wahrscheinlich sowieso wieder los. Ja, das sieht gut aus, Eto. Oh, Mobotki, super. Die Kameruner kombinieren Eto mit der Vorlage. Deswegen ist es vielleicht doch gut, dass man zwei Spieler aus der gleichen Nation im Team hat. Wer weiß. Jedenfalls haben sie das jetzt beide gut gemacht und das ist der Ausgleich 1 zu 1. Super. Und jetzt legt die Mannschaft wieder los hier, so wie sich das gehört. Und will sich jetzt das Spiel an den Nagel reißen. So muss das jetzt sein. Wir müssen jetzt gleich wieder versuchen, dann doch noch den Sieg eventuell mitzunehmen. Tragen jetzt bei der Ecke. Ja. Freistoß. Piet steht da wieder bereit. Bringt eine Flanke. Oh, Mobutki direkt auf den Torwart. Fast den Doppelpack von den Kameruner. Ah Gott. Wenn es jetzt aus einer anderen Position gewesen wäre, hätte Piet wahrscheinlich wieder direkt drauf gehauen. So hat sich leider nicht ergeben. Aber die Mannschaft ist jetzt klar am Drücker hier, das sieht man. Eto, schade, bleibt an der Abwehr hängen. Ja, die erste Halbzeit ist meistens nicht unser Spiel und spätestens in der zweiten Halbzeit sind wir dann voll am Drücker immer. Da ist die Mannschaft immer voll dabei. Aber wir müssen auch einfach mal versuchen, auch in der ersten Halbzeit wach zu sein und halt uns nicht diese Gegentore dann mal wieder fangen wie hier nach 20 Minuten. Definitiv ist ADE 11 in dieser Saison eine Mannschaft aus der zweiten Halbzeit. Da ist sie definitiv mehr bei der Sache. Insgesamt mehr Ballbesitz für uns, aber der Gegner hat mehr Schüsse abgegeben. Wieder eine Ecke übertragen. Ah, Piet kommt zum Schuss, aber der geht direkt auf den Torwart. Und schon wieder die nächste Angriffswelle. Ah, schade. Andersen jetzt mit dem Abstoß und Castro jetzt auf der Außen. Eto, Mbotgi, ja, nix. Leider wird es am Ende dann doch nicht mehr so richtig konsequent zu Ende gespielt. Obwohl wir jetzt klar in der zweiten Halbzeit Oberwasser haben. Sousa Silva auf Wulff. Wulff mit der Flanke, aber auch wieder keinen Abnehmer gefunden. Da ist Piet, da ist Piet, da ist Piet, schade. Ah Gott. Da muss er auch einfach mal den Abschluss dann auch mal suchen. Sicherlich nach dem Verlauf jetzt der Partie ein unglückliches Unentschieden, wenn es dabei bleibt. Definitiv wäre hier ein Sieg drin gewesen. Und dann läuft Ragens abseits. Scheiße. Mist. Das wäre die letzte Chance nochmal gewesen jetzt. Ansonsten müssen wir uns leider mit dem Unentschieden hier wohl zufrieden geben. So ist es. Da war mehr drin. Da war definitiv mehr drin. Und ja, schauen wir auf die anderen Ergebnisse. Beziehungsweise auf die Tabelle. Ja, ein paar Partien laufen da noch. Natürlich, wir haben die Tabellenführung verloren. Wien ist jetzt Erster, der heute auch sein Spiel gewonnen hat. Ja, gut.
Was will man da jetzt von halten? Auf jeden Fall Sanyos FC gegen Legends FC, auf jeden Fall auch ein Duell noch auf Augenhöhe. Ja, also die Tabellenführung sind wir dann leider wieder los. Und ja, morgen schauen wir mal schnell, was morgen noch so ansteht. Ich habe die Zeiten jetzt nicht so im Blick. Morgen dann gegen KCW, nee, doch gegen KCW FC, der hängt doch auch oben mit drin. Ja, der ist Fünfter, spielt auch momentan noch. Gegen BVB, okay, da wird er wohl gewinnen. Also, das ist dann auch wieder Kategorie Topspiel, würde ich mal sagen. 19:31, ah, Mist, das kann ich euch gar nicht live zeigen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Gut, ist halt so. Das ist halt so dann. Und dann haben wir noch ein uninteressantes Superligaspiel morgen und ja, das werde ich, dann werde ich euch morgen leider nur eine Spieltagszusammenfassung bringen. Ist leider so, tut mir leid. Und gut. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Und ja, da beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mal sagen, bis morgen. Ciao.